Moin moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Anno 1800 mit Dodo zusammen. Hi hi. Oh, oh. Grüß Gott. Jo, es hat sich seit der letzten Folge ein bisschen was getan, ne Chris? Ja. So ein paar Kleinigkeiten haben wir, ich sag mal, offline gemacht schnell. Chris war schon ziemlich weit in der letzten Folge, wo man halt bei ihm noch nichts gesehen hat. Aber wir haben halt noch ein paar Sachen optimiert, bevor das halt in der Folge halt einfach zu langweilig, zu eintönig wird. Kann man das so sagen? Ja, bestimmt. Und, jo, deswegen sind wir jetzt schon mal ein, ja, Wirtschaftsfortschritt weiter, Entwicklungsschritt weiter. Alex ist heute nicht dabei. Er hat so einen leichten Nervenzusammenbruch von Anno, also verzeiht ihm seine Abwesenheit. Er wird das nächste Mal, denke ich mal, wieder back to roots sein. Und wenn nicht, schreibt er einfach in die Kommentare, dass ihr ihn sehen wollt. Also ja, ihr seht, ich habe mittlerweile eine Insel oder die Insel. Nein, Chris, du hast die eine Insel. Da waren mal die Bauern drauf mit dem ganzen Anbauzeug. Das ist allerdings nicht mehr so, weil wir durch die Ingenieure so einen schönen Hafen freigeschalten haben, womit wir Leute dahin pendeln können, ohne dass wir Häuser darauf bauen müssen. So, das heißt, wir haben jetzt eine Produktionsinsel, wo alle Produktionen draufstehen, die wir bisher brauchen. Und eine Insel, wo halt nur unsere Häuser stehen. Außer bei mir jetzt. Ach nee. Dodo? Ja. Die sind. Wieso sagst du mir nicht, dass dein Schiff kaputt ist? Bei dir ist ein Schiff kaputt gegangen. Die wird jetzt immer böser, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Die schickt trotzdem immer nur drei Schiffe. Noch? Die hat, bald kommt sie mit Dampfer an dann. Ja. Dann haben wir hoffentlich auch schon welche. Ich nehme eigentlich nur noch so gut ein, weil ich die ganzen Anteile habe von der alten. Ohne die Anteile wäre ich schon längst bei mindestens 5000 im Minus. Echt? So krass? Ja. Ich weiß nicht warum. Ich habe eigentlich ganz gut Leute. Ja. Aber die nehmen anscheinend zu wenig ein. So, ich habe mal ein paar Schiffe verkauft. Ja, echt? Ja, jetzt bin ich wieder bei einer Bilanz von 1000. Ich glaube, das sind die ganzen Schiffe. Chris? Ja? Aufgekündigt? Ich habe eine Allianz aufgekündigt mit der, ja. Wir erreichen ja die Handelsdinger. Dass ich nicht mehr mit einschreiten muss, wenn sie Krieg hat mit wem. Willst du mich jetzt rollen? Wieso sollte? Nicht du, das Spiel. Bestimmt. Okay, da hätte auch ein kleines Schiff gereicht, aber passt schon. Guck mal, was an meinem Hafen los ist. Alter. Die liefern ja allen Stuff ab. Ja, ich mach das mit diesen kleinen Kutter. Ja, ich weiß. Ist wahrscheinlich auch günstiger. Aber ja, da kannst du nicht so viel mit transportieren. Weiß. Deswegen vermehrte Kutter. Kann halt 200 damit transportieren. Ja. Machst halt drei Kutter von dem jeweils Papier. Ein Mitspieler wurde für bankrott erklärt. Oh. Ja, gut. Hat sich wohl erledigt bei Alex dann. Ja, gut, Leute. Ich glaube, Alex kommt nicht mehr oder wir starten mit Season 3 dann. er wird uns hassen.
Ja, das glaube ich nicht. Aber das verstehe ich nicht, dass deine Wirtschaft halt am Ende immer noch so bruckelhaft ist. Alex hat erstmal zu viele Einwohner und zu schnell ausgebaut. Das war Goldenheim nämlich Gamer das grüßt Problem. dich. Was Ja, ich. machen wir denn jetzt mit ihm? Aber bei mir, nee, bei mir ist er rausgeflogen. Jo, der ist weg. Er wird verbannt. Hauptsache, seine Insel steht trotzdem noch da. Ja, die Insel steht noch, aber er ist nicht mehr in der Liste. Hätten wir ihm vielleicht zwischendurch Geld schicken müssen? Hätten wir ja. Aber ich habe gar kein Geld dafür. Ich momentan auch nicht, ich bin auch im Minustakt. Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wer erklärt's von uns beiden Gibt ihm? es hierfür eine Lösung? Ein ausgezeichneter Finde ich Katalysator. super, Chris, dass du das machen möchtest. Ah ja. Weißt du, findest das auch super. Hey Alex, du bist leider bankrott in Game. Hast du jetzt einfach so eine Sprachnotiz ihm gemacht? Natürlich. Hauptsache, hier kommen noch Schiffe von ihm. Bei Alex, bei mir kommen noch Schiffe von Alex. Alex tut nur wieder so, dass er bankrott ist. Ja, das wird's sein. Ja, Dodo ist der Einzige mit drei Inseln hier. Aber ich werde mir wahrscheinlich auch noch eine dritte holen müssen. Weil auf der einen ist so gut wie kaum noch Platz. Gut, du darfst halt nicht vergessen, warum ich drei Inseln habe, ne? Hier Klamottis. Eine geht noch. Wir brauchen dringend Elektrizität. Ja. Sag mal dann. Ah, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus, im Großen und Ganzen. Das sieht doch schon mal gut aus. Da fehlt mir jetzt das Eisen wieder. Du brauchst so viel Eisen. Der müsste jetzt eigentlich hier Bier bekommen. Ab in die neue Welt. Ah ja, guck mal, 250 Bier hat der Dude. Wir sind auf dem richtigen Weg. Mann, Mann, Mann. Mir fehlt eine Boxkampfarena. Eine Boxkampfarena wird gebaut. Kurator habe ich freigeschaltet. Kann dir deine Sie haben an Einfluss gewonnen. Sie haben an Einfluss gewonnen. Alter, du gehst mir richtig auf den Kurator. Ach so, 10 plus 10% Attraktivität. Ein schöner Gesang, ne? Einer geht noch, einer geht Einer noch geht nur rein. rein, einer geht nur, einer geht nur rein. Ah. Irgendwie funktioniert diese Route nicht mehr. Ich hab doch hier
zwei Baumtypen. Die Waffenruhe wurde beendet. Aha. Zwischen Lafortune und Quing. Sehr schön. Alles klar, meine Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschö.